Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von My Time at Sandrock. So, wir müssen die Bergrosen pflanzen, beziehungsweise irgendwann mal noch ernten. Gepflanzt haben wir sie eigentlich. Wir haben Post. Von Nia. Neulich habe ich jemanden aus der Schule getroffen. Erinnerst du dich an 47? Er saß direkt hinter dir und hat bei Tests immer bei dir abgeschrieben. Oh, Moment. Das wusstest du nicht, oder? Jedenfalls hatte ich ihn seit Jahren nicht mehr gesehen. Es stellte sich heraus, dass er jetzt auch ein Handwerker ist. Die Kinder in der Schule waren immer etwas gehässig, weil du Handwerker werden wolltest. Sie haben sich immer über dich lustig gemacht, als ob es dumm und gefährlich wäre. 47 sagten, dass viele von ihnen am Ende auch Handwerker geworden sind. Ugh, diese Heuchler. Wenigstens haben du und 47 an euren Träumen festgehalten. Weißt du, ich denke, dass Handwerker und Gärtner ziemlich ähnlich sind. In beiden Berufen geht es darum, Leben in die Dinge zu bringen. Beide sind auch sehr anstrengend. Ich glaube, es dauert ganz lange, bis man sie beherrscht. Aber ich denke, insgesamt ist es ziemlich erfüllend. Und, was denkst du? Oh ja, du wirst es nie glauben. Du weißt doch, dass ich der schönste Mensch der Welt bin. Oder? Nun, 47 wusste es. Er hat mir erzählt, dass er mich schon in der Schule gemocht hat. Ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Ich weiß, dass ich diese Wirkung auf Menschen habe. Haha. Als er mir sagte, das sagte ich nur, oh, das ist nett. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Dieser ganze Liebeskram ist mir zu kompliziert. Ich werde mich einfach an meine Blumen halten. Die brauchen auch schon so genug Pflege. Manchmal sind sie ein verdammtes Ärgernis. Aber im Ernst. Sie brauchen die richtige Menge an Nahrung. Du darfst zum Beispiel nicht vergessen, sie zu gießen. Wenn du etwas in Sandrock anbaust, musst du dafür sorgen, dass du dich ausreichend um sie kümmerst. Gut, ich glaube, ich habe dieses Mal ein bisschen viel erzählt, aber ich weiß, dass du diese Briefe brauchst, sonst brichst du in Tränen aus. Deine Freundin für immer, Nia. Antworten wir. Ist das dein Ernst? Ich kann es nicht glauben. Das ist interessant. Sie sind sich ziemlich ähnlich. Ja, mit Pflanzen bringst du Leben in die Dinge, mit dem Bauen bringst du das Fundament in die Struktur. Das ergänzt sich gut. Irgendwie ergibt es Sinn, dass wir uns beide für eines entscheiden, oder? Auf dich? Hat er dich nicht mit jemandem verwechselt? Nee. Ups, ich sollte jetzt gießen gehen, dann machen wir das mit dem ziemlich ähnlich. So. Okay. Von Sieg, wir haben ein paar Ergebnisse. Komm zu Feuchtigkeitsfarm, wenn es dir passt. PS, wenn ich sage, wenn es dir passt, meine ich, dass du kommen sollst, sobald du diesen Brief siehst. Okay. Dann kommen wir gleich. Achso, die Kiste muss ich noch leer machen. Den Wüstenfuchs müssen wir noch losschicken. Hab ich da noch Platz irgendwo? Müssen wahrscheinlich nochmal wieder Kisten machen. Ne, alles voll. Okay, hi Wüstenfuchs. So. Und dann können wir dich gerade noch losschicken. Kannst noch ein bisschen Wasser sammeln. Da fügen wir mal hinzu. Du kannst mal noch weitermachen. Holzreste, Steinschrott. Nochmal Eisenschrott. Ah, starke Medizin haben wir gemacht. Das ist gut. Sandbergkonfitüre, nee. Was bringt die eigentlich? Kann hergestellt werden. Kleieköder. Brauche ich Reis? Okay, müssten wir mal Reis herstellen. Was ist das? Gelber Lavendel, okay. Gelben Lavendel. Achso, da haben wir nix. Machen wir mal nichts. Du kannst mal weitermachen. Haben wir hier was du machen kannst? Bronze? Nee. Aber Stahlstangen.
Ein Chromstahl können wir doch bestimmt auch machen, oder? Nee, aber Manganstahl auch nicht. Okay. Okay. Das braucht noch ein bisschen. Moment, wir können hier mal gerade noch leer machen. Jetzt will ich mindestens mal alles raus haben, was wir nicht brauchen. Und ich muss gerade mal gucken, haben wir hier noch das Anfragenbrett müssen wir noch machen. Blumentor. Die Feuchtigkeitsfarm. Ja, wir haben aber aktuell nichts. Nichts Konkretes. Ich glaube, ich fahre dann gerade mal mit dem... Da müssen wir hin. Mit dem Taxi. Einmal Taxi. So, dann sind wir nämlich auch schon dort. Direktor Chi, warum bist du hier? Warum ich hier bin? Sieg stand vor diesem sehr, sehr spannenden Problem und ich konnte nicht zulassen, dass mein lieber alter Kumpel die Früchte der Arbeit an sich reißt. Also? Chi ging das Essen aus, also kam er auf den Hof, während ich die Teile ablud. Danach? Nun, er ist immer noch hier. Nana, du sagst Kartoffeln, ich sage Solanum tuberosum. Kein Grund, sich mit den unnützen Details aufzuhalten. Der Punkt ist, dass wir dein Problem gelöst haben, Bürgermeisterin. Vielleicht. Mein Problem? Wir? Ja, die Wüstenbildung ist kein Problem, dass es nur ein Zentro gibt. Das gleiche Problem hatten sie auch schon in der alten Welt, wo Überbevölkerung und Klimawandel einen Großteil der Biokruste zerstört haben. Sie überwanden es, indem sie die Biokruste in einem verkürzten Tempo regenerierten. Er spricht über den Oberboden. Normalerweise dauert es Jahrzehnte oder länger, bis sich der Oberboden selbst unter den idealsten Bedingungen regeneriert. Deshalb sind alle unsere Bodenexperimente bisher gescheitert, Trudy. Unser Boden konnte sich nicht schnell genug stabilisieren, bevor er vom Wind weggeblasen wurde. Und da kommt die Wissenschaft ins Spiel. Diese Maschine, die ihr gefunden habt, ist faszinierend. Ich weiß nicht, warum sie in dem Schiff war, aber sie züchteten eine Lösung aus grünen Algen und Cyanobakterien. Sieg hat die Flüssigkeitsproben, die wir von den Teilen abgekratzt haben, dreifach überprüft. Wenn man etwas von diesem Nährstoff in den Sand pumpt, wächst eine neue Biokruste, bevor man geomorphologisch sagen kann. Wie kannst du da so sicher sein? Woher weißt du überhaupt, dass diese Maschine diese Algensuppe gemacht hat? Ich bin beeindruckt, dass du mir folgst. Ich habe in Siegs Buch darüber gelesen. Es gibt Bilder, es passt alles. Ich kannte diese Maschine und auch die Art der Methode, aber ich kannte weder die Formel noch die Logik dahinter, also konnte ich nur faktenbasierte Vermutungen anstellen, die nicht wirklich funktionierten. Und bevor sich jemand bei uns bedankt, haben wir bereits eine Bauanleitung für diesen Hydroponik-Inkubator entworfen, der ähnlich funktionieren wird. Vielleicht. Trudy, das könnte unsere beste Chance sein. Ehrlich gesagt, wenn das nicht klappt, können wir genauso gut aufgeben. Die Wüste gewinnt. Wir haben schon so ziemlich alles versucht. Tun wir es. Wir haben nichts zu verlieren. Handwerker, hiermit erteile ich euch offiziell den Auftrag, uns beim Bau von 2 Hydroponik-Inkubatoren zu helfen. Das ist so aufregend. Ich hab den, überlasse das mir. Ich zähle auf euch beide. Wenn ihr mit der Maschine fertig seid, helft uns, sie hier auf der Feuchtigkeitsfarm zu installieren. Okay. Ich kann gerade mal gucken, ob wir noch Jute kaufen können. Jawohl. Dann nehmen wir mal direkt noch welche mit. Hyloxonfrucht. Nehme ich auch mal mit. Tomaten, Kartoffeln... Stroh? Brauchen wir Stroh? Ich könnte da nochmal mehr pflanzen, ne? Was brauchten wir? Und so einen Baum könnten wir mal noch pflanzen. Bergrosen, Kastanien, Reis. Reis brauchte ich.
Und Dünger nehmen wir mal mit. So viel, vielleicht auch 20. 20 nehmen wir mit. Okay. Cool. Also, ich könnte ja mir noch Hallo sagen. Eine Elsie will, dass ich ihr ein Furzkissen baue, damit sie ihrem Vater Streiche spielen kann. Obwohl mir persönlich die Vorstellung sehr gefällt, muss sie aus professionellen Gründen ablehnen. Kann ich dir was schenken? Hab ich was dabei? Versteinerten Holzstock, magst du sowas? Ja, ist okay. Nicht wirklich das, was du gerne hättest, aber okay. Kann ich dir gerade was beauftragen oder produzieren wir noch? Ah, die fortgeschrittene Werkbank läuft noch 2 Tage. Okay. Hätte ja sein können. Wow. Chitinpan und Gülle kriegen wir von denen auch. Cool. Cool, cool, cool. Das da oben. Was ist das für eine Pflanze? Gelber Lavendel. Bräuchten wir nämlich. Ne, ist gar nichts. Zumindest nichts, was wir mitnehmen könnten. So, haben wir nochmal 2 Gülle. Das ist schon mal gut. So. Sehr schön. Hi Ami. Oder Amy. Kalranos. Dann bauen wir den Hydroponik-Inkubator. Wäre mal interessant, ob ich den auch für mich selber bauen kann. Mittlere Werkbank. Haushaltsverarbeiter. Den haben wir aber, glaube ich, schon, ne? So, was brauchen wir? Chromstahlstangen. Eisenplatten. Verstärktes Glas. Kompakter Motor. Filterkerne. Fasergewebe brauchen wir dafür. So, können wir direkt aufbauen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall noch wieder da hinten in die Ruinen, weil da kriegen wir Fasergewebe. Da ist auch noch irgendwas. Müssen wir nachher auch mal kurz hin. Könnte natürlich sein, dass das Owen ist, der was will. Oder Elsies Vater, dass wir Mist sammeln. So, dann bauen wir das Ding mal geschwind auf. So. Passt. Ja, das ist es. Ich denke, ich habe immer versucht, eine natürliche Lösung für all unsere Probleme zu finden, aber jetzt denke ich eher, dass wir jeden Knochen nutzen müssen, der uns zugeworfen wird, selbst wenn es ein verrücktes Zeug aus der alten Welt ist. Tja, Zeit, ein paar Algen zu züchten, dann liegt unser Anbau endlich nicht mehr in Algen. Argen, wollte ich sagen. Ich hoffe wirklich, dass es funktioniert.
So, sehr gut. Mission abgeschlossen. Dann fahren wir vielleicht noch geschwind oben bei der Kirche vorbei. Mortimer hat was. Na, dann laufen wir. Ich noch wieder ein Foto für Mortimer. Und von hier aus können wir dann eh zur Kirche hochlaufen. Hi Fang. So. Oh ja, das waren gute Zeit, alte Zeiten. Wir waren damals so voller Hoffnung. Strohgitter in Herzform. Ach, wie süß. Früher haben wir uns mit Strohnachrichten in den Sand geschrieben. Wenn man sie mit einer Schaufel hineinsteckte, blieben sie lange Zeit dort. Aber dieses Foto, das war eine ganze Weile, nachdem wir damit angefangen hatten. Ach ja, es fing an, als ich dieses alte Buch fand. Ich dachte, das Schicksal würde uns noch eine Chance geben. In den Ruinen der alten Welt, die uns verarmen ließ, fanden wir ein Buch, in dem alle möglichen landwirtschaftlichen Techniken beschrieben waren. Fortschrittliche Konzepte, die sogar das Terraforming in der Wüste beinhalteten. Die Methoden in dem Buch schienen jedoch unerreichbar zu sein, bis ich bemerkte, dass die Botschaften, die ich früher mit Stroh in den Sand schrieb, wenn ich sie zu einem Quadrat machte, die Pflanzen darin vor dem wehenden Sand schützen konnten. Und so begann das Strohgitter. Ich fing an, tausende von Feldern in der Wüste auszuheben und säte in jedes davon hartnäckige Pflanzen, von denen ich wusste, dass sie überleben können. Als die Pflanzen wuchsen, wirkte das Stroh wie Dünger. Nach ein paar Zyklen verwandelte sich der Sand wieder in Erde. Sieg hat dir vielleicht etwas über diese Zeit erzählt. Wir haben alle das Strohgitter gebaut und eine Zeit lang dachten wir, wir könnten den Sandstürmen ein Schnippchen schlagen. Aber die Wüste war zu stark. Wir waren wie Wassertropfen, die gegen einen gefühllosen Ozean kämpften. Egal, was wir taten, der Wind blies weiter und unsere Oase wurde immer kleiner. Es tut mir leid, dass Erzählen einer so schönen Erinnerung eine ziemlich dunkle Wendung genommen hat. Bitte, schau vorbei, wenn du noch mehr Fotos von mir findest. So. Dann gehen wir gerade mal zur Kirche hoch. Ist da überhaupt noch jemand, der... Ja, da ist noch eine Aufgabe. Und da ist auch noch ein Event beim Rathaus. Ja, schauen wir da auch noch vorbei. Da muss ich hoch. Ist das hier drin? Die Kiste können wir noch mitnehmen. So. Hier hat irgendjemand was. Owen. Teilzeitarbeit. Ich habe vor kurzem unseren Fischbestand überprüft, aber es sieht so aus, als ob wir nur noch wenig haben. Könntest du ein paar für mich fangen? Klar. Super, ich brauche 6-mal Sandkarpfen. Ich habe gehört, dass du ziemlich gut mit der Falle umgehen kannst. Sollte ein Kinderspiel für dich sein. Okay, wir haben Sandkarpfen. Owen? So. Die Fischkrise im Saloon ist dringend, ja? So, einmal Sandkarpfen. Vielen Dank, du bist mein Lebensretter. Komm nächste Woche wieder, wir brauchen immer mehr Fisch. Ist ja schon mal ganz gut, dass wir da so viel gesammelt haben. So, da haben wir noch ein Event. Der offene Architekturwettbewerb hat etwas, bla bla bla, seine Gewinner gekürt. Hey, 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 runter mit dir. Ugh, wenn du im Weg stehen musst, lies doch zumindest alle Einzelheiten vor. Ist Heidi dabei?
Sie ist die Erste. Langsam, mein Freund. Das Lesen ist ein Vorgang, der Spaß machen soll, den man genießen kann. Jedenfalls, wie gesagt, etwas. Folgende Architekten haben sich von der Konkurrenz abgesetzt. Um Himmels Willen, komm jetzt endlich mal zur Sache, Mann. Na gut, mein Freund, ich werde mal nachsehen. Oh, hey, da ist sie ja. Platz 1. Heidi. Oh mein Gott, Heidi, auf der Liste ganz oben. Da kommt sie schon. Da ist sie auch schon. Achtung, pass auf. Heiße Ware im Anmarsch. Sieh mal, Heidi, du hast die in der ersten Runde des Wettbewerbs gesiegt. Damit hast du im Grunde schon das gesamte Ding gewonnen. Glückwunsch. Jetzt wird gefeiert und vorbereitet. Oh, wie geht's, Leute? Du hast ein Outfit für die Verleihung, oder? Nein, natürlich nicht. Keine Angst. Ich habe schon verschiedene Optionen für diesen Anlass vorbereitet. Wenn du auf die Bühne gehst, um deine Auszeichnung anzunehmen, danke dem Licht. Und bei deinen Eltern. Dann bei deinen Eltern. Dann mir, deiner Inspiration. Und danach zeig es denjenigen, die sich über dich lustig machen. Jedem, der gesagt hat, du wirst nie etwas werden. Sieh mich jetzt an. Sieh dich jetzt an. Du verstehst, was gemeint ist. Dann schnell zurück zu einer positiven Sache. Lächle, bedanke dich noch einmal beim Licht und Szene. Hey Heidi, sieh dir das an. Hier heißt es, dass du, wenn du gewinnst, einen ganzen Haufen Geld kriegst. Einen ganzen Haufen. Einen Haufen. Was willst du tun? Was machst du mit dem Geld, Heidi? Es gibt Wichtigeres. Oh, keine Ahnung. Es ist nicht Bargeld, sondern nur Geld für ein Projekt. Nun, wenn du es nicht magst, darf ich es haben? Nein. Nicht traurig sein, Mädchen. Ich habe noch nie erlebt, dass sich jemand so darüber aufregt, einen Wettbewerb gewonnen zu haben, für den er sich selbst angemeldet hat. Du hast recht. Ich müsste eigentlich aufgeregt sein, nur möglicherweise belastet mich der Druck. Ich gehe jetzt besser spazieren. Das, meine Damen und Herren, ist genau das, der Fluch des Perfektionismus. Sogar das Gewinnen ist nicht gut genug für unsere liebste Heidi. Wie traurig. Jedes bisschen Schönheit, das sie in unsere langweilige Welt steckt, ist wie ein Seufzer des Schmerzes, der aus ihren Fingerspitzen kommt. Oh, diese Menschlichkeit, diese große Bewunderung, die all das auslöst. Das stimmt. Ja, ich muss wahrscheinlich auch los. Bis später, Karl. Heidi wirkt merkwürdig aufgebracht. Soll ich mal nach ihr schauen? Ja. Sollen wir? Wo ist sie denn hin? Hi, Justice. Manche Leute haben einfach zu viel Geld. 20.000 für Tierschuhe? Ach komm schon. Ich wünschte, ich könnte mein Geld für so etwas... Ich meine, danke für die Tierschuhe, Karl. Du, siehst toll aus. Captain liebt sie. Wo ist Heidi? Zum Martels Oase. Wo sind die? Doch, ist doch hier. Da ist ja Heidi auch. Ach, verdammt. Habe ich dich damit erwischt? Entschuldige, Karl. Ich hätte es auch aufheben wollen. Ganz ehrlich. Ach, sie schmeißt da Papier hin. Hey, es ist einfach ein besseres Gefühl, wenn man sie zusammenknüllt und wegschmeißt. Verstehst du? Ist alles in Ordnung? Oh, ja. Prachtvoll. Meine Siege feiere ich immer, wenn ich wild in mein Notizbuch schreibe. Schon gut, Karl. Ja, ich schätze, ich habe die Nerven nicht im Griff. Okay, das ist die Kurzfassung des Problems. Also, sehe ich, dass die Bekanntmachung veröffentlicht wurde. Architekturwettbewerb. Ich sehe mir an, wie hoch das Preisgeld ist. Es ist viel. Das Designinstitut Vincent veranstaltet ihn und ich glaube, ich weiß ganz genau, was diese Typen wollen. Ich wette, dass ich bestimmt gewinnen werde.
Und du weißt doch, dass wir in Sandrock ständig in Geldnot sind. Also, ich habe alles in meine Macht Stehende getan, um etwas Ausgefallenes zu produzieren, wovon ich wusste, dass sie es lieben würden. Hey, was immer du nimmst, um zu siegen. Ja, oder? Das Geld würde hier viel helfen, aber das ist nicht das, was mich so beschäftigt. Ich mache mir eher Sorgen darum, rate mal, wer der Hauptrichter des Wettbewerbs ist. Meisterin Werner. Ich habe gedacht, sie hätte zu viel damit zu tun, so etwas zu überwachen. Also, ich war begeistert, aber nun ja, natürlich. Sobald ich in der Zeitung meinen Namen sehe, muss ich nur meinen Blick in den Briefkasten nehmen und schon hier. Schau es dir selbst an. Ich habe gedacht, dass wir uns darüber einig sind, dass ich wieder zurückkomme. Aber nun will sie unbedingt, dass ich wieder zurückkomme. Und sie ist so aufdringlich, verstehst du? Dass ich nicht wieder wahrscheinlich. Weil irgendwie, wenn sie zurückkommen will und sie unbedingt will, dass sie zurückkommt, passt das doch. Ich fühle mich, als ob ich bei diesem Wettbewerb dabei bin. Es ist, als würde ich ihr beweisen, dass sie recht hat. Das alles belastet mich. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Ich kann dieses Ding nicht einmal gewinnen, selbst wenn ich es möchte. Und soll ich mich überhaupt weiter um sie kümmern? Achso, also genau, dass sie nicht zurückkommt. Also, dass sie quasi eher praktisch etwas Hübsches macht, während Werner, ja, nur das Hübsche will und, Heidi denkt, also sie denkt es halt, dass sie doch zurückgekommen ist. Bleib dir selbst gegenüber treu, lass dich nicht unterkriegen. Es ist schön zu hören, dass du hinter mir stehst, Karl. Und weißt du was? Möglicherweise, nur möglicherweise ist es noch schöner, ins Rampenlicht zu kommen, als einen Preis zu bekommen. Jeder sieht meinen Entwurf. Vielleicht lockt es ja Interessenten an, in ein Projekt zu stecken, das ich auch wirklich haben möchte. Das wäre also geklärt. Ich werde mein eigenes Design entwerfen, was wir in Sandrock wirklich nötig haben. Das wird eine Botschaft sein. Und vielleicht stehen sogar einige andere Richter hinter mir. Ich habe ja eine Sandschutztechnik, gegen die man sich nicht wehren kann. Gut so. Ich habe jetzt eine Vorstellung. Eine schnelle Runde im Dorf, um mich inspirieren zu lassen, und dann geht's auch schon weiter. Vielen Dank, Karl. Das Gespräch hat mir wirklich geholfen. Wieso komme ich nicht mit? Nun, klar. Ich denke, das würde sogar sehr helfen. Lass uns mal herumgehen und schauen, ob wir nicht auch auf eine Idee kommen, die sie wirklich vom Hocker reißt. Die Quest kenne ich noch nicht. Die hatte ich damals noch nicht. So, verrottetes Holz. Auf der Suche nach Inspiration. Wir müssen da hinten hin. Okay. Dann lassen wir uns mal inspirieren. Nun, ich glaube, hier hat es angefangen. Ich habe hier gesessen und immer wieder diese Gebäude gezeichnet. Ich habe ihnen selbstverständlich auch Upgrades. Beim Blue Moon zeichnete ich immer einen großen Ventilator, der die Sandstürme wegpustet. Ich musste allerdings aufhören, sobald es dunkel wurde. Falls meine Mutter mich nicht schon suchen würde, wenn das nicht der Fall wäre, dann würde sie mir dabei helfen, meine Zeichnung zu vollenden. Und wir würden anschließend nach Hause gehen. Ich werde immer ein wenig wehmütig, wenn ich, was diese Zeiten angeht. Eine fröhliche Familie. Keine Sorgen auf der ganzen Welt. Hey, das erinnert mich an mich. Meine Mutter und ich haben früher häufig kleine Wandmalereien auf die Berghänge gemalt. Eine davon ist nicht weit weg vom Dorf. Ich war so lange nicht mehr dort unten, wie es die Pandamaus gibt. Los, komm, wir gehen hin. Ich zeig's dir. Dann folgen wir mal. Es war vor Atara, wo sie da war, okay. Dang, how many years has it been since I last went? Ja, gute Frage. Wo willst denn du hin? Oh, I guess
last time I went was before Atara. So. Hey, how many years has it been since I last went? Hope it's still there. So. Große Mesa. War es das nicht hier? Ach verdammt, ich weiß, dass es nah ist. Verteilen wir uns. Da ist noch eine Kiste. Riesige Steine. Machen wir sie mal weg. So. Ah, da ist es. Vielen Dank, Karl. Mein erster Gedanke, zum Glück habe ich eine unterstützende Familie, die verhindert, dass ich mit meinen Zeichnungen aufhöre. Nun ja, ich habe es geschafft, meine Mutter einigermaßen gut zu zeichnen. Ja, das ist sie. Sie und Vater und sie waren schon zu Schulzeiten ein Liebespaar. Ich habe dir damals von ihnen erzählt? Ach ja, die beiden waren wie in einem guten alten Liebesroman. Meine Mutter hat den ersten Schritt getan, aber weil mein Vater ihre Beziehung nicht zerstören wollte, hat er Nein gesagt und ist sofort wieder bereut und ist ihr nachgelaufen. Sie begannen gleichberechtigt. Ziemlich nett. Deine Mutterin hört sich wie eine Macherin an. Ja, das war sie. Das Beste, das man sich jemals wünschen konnte. Ich glaube, es war nicht lange her, nachdem ich ihr das gezeichnet hatte, dass sie... Entschuldigung, ich hatte nicht vor, schlechte Erinnerungen zu wecken. Nein, nein, keine unangenehme Erinnerung. Ich meine, weißt du, es ist so lange her, es tut gut, an die Sachen zu denken, die wir zusammen unternommen haben. Hey, weißt du was? Meine Eltern haben mir Mut zugesprochen, sodass ich überhaupt an dem Wettbewerb teilnehmen kann. Wieso habe ich überhaupt überlegt, ob ich mitmachen soll? Hier, Karl, ich werde dir zeigen, was ich alles gemacht habe. Ich habe jetzt noch ein kleines bisschen mehr, das alles noch toppen wird. Na, da bin ich ja mal gespannt. Sieh dir das an, das ist eine Schule. Der Außenbereich hier ist wie das Wandgemälde. Er umarmt das Innenleben. Der Sand rollt direkt vom Dach herunter. Ein Ort wie dieser wird noch viele Generationen gut und stabil sein. Das sieht toll aus. Na gut, ich weiß nicht, ob es ideal ist, aber ziemlich gut ist es schon. Einen Moment lang fühlt es sich an, als ob sie wieder da wäre. Sie wusste immer Rat. Wenn ich mutlos war und du hast... die auch ein paar Kreditpunkte erarbeitet. Ohne dich wäre ich noch immer in der Oase zurückgekehrt, um dort Müll zu entsorgen. Ein Scherz. Ich mache nie Müll und niemand sollte das. Trotzdem vielen Dank. Karl, du hast das drauf. Ich sollte jetzt lieber zurück ins Büro gehen und das hier fertig schreiben, solange ich noch Lust dazu habe. Tu das. So, hier muss doch irgendwo eine Kiste sein. Was ist denn drin? Eine Rüstung. So. Nette Story, muss ich sagen. Gefällt mir. Könnten wir eigentlich noch kurz mal gucken, dass wir hier noch den Schaltkreis mitnehmen. Und hier würde ich gerade auch noch mal... So, die Ruinen brauchen wir heute nicht mehr.
Höchstens sind die hier, könnte ich vielleicht kurz noch. Oder wir müssten mal gucken, was wir noch an Aufträgen haben. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. So. Was haben wir denn noch an Aufträgen? Kannst du irgendwas machen? Verstärktes Glas, ne? Werden wir bestimmt auch noch wieder brauchen. So, du kannst weiter noch Stahlstangen machen. Du kannst noch weiter Gummischrott verwerten. Du kannst noch weiter Stahlschrott verwerten. Hier könnten wir vielleicht Stahlplatten noch ein paar machen. Ich glaube, da habe ich nicht mehr viele von. Eisenplatten, genau. Mach mal. Was haben wir hier? Patronen, Eisendraht. Das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Von den Mengen her. Hier könnten wir noch wieder Dünger machen. Habe ich hier irgendwas? Einen Stein. Immerhin ein Stein besser als kein Stein. Oh, da habe ich vergessen zu sammeln. Da haben wir Dörrfleisch. Was haben wir hier? Gusseisenrohre für 1300. Das nehmen wir. Blutsteinsägen nehmen wir auch mal. So, wir haben glaube ich 2 von 2, ne? Genau. Gusseisenrohr können wir abliefern. Ne, habe ich gar keine. Wieso habe ich keine Gusseisenrohre? Ich habe wahrscheinlich nur nicht die richtige Qualität, oder? Genau. Qualität perfekt. Sehr gut. Was ist der zweite Auftrag? Blutsteinsägen. Die machen wir vielleicht direkt noch. Kann ich machen? Jawohl, kann ich machen. Dann liefern wir mal ab. Das machen wir dann nämlich heute noch. Ist ja kein Fehler, ne? Was wir erledigt haben, haben wir erledigt. So, Pablo. Einmal die Aufträge. Ich muss sagen, Handwerker, das ist fabelhaft. Ich danke dir. So, er ist jetzt mein Freund. Nee, was schenken wollte ich dir nicht. Reden wollte ich mit dir. Es ist so anstrengend, mit all den Trends Schritt zu halten. Wenn ich nur eine Assistenz hätte. Sag mal, wer bist du? Wie sehr bist du mit der Idee verheiratet, Handwerker zu sein? Sehr. Bei ihm könnte ich vielleicht was schenken. Er mag vielleicht eher Schmuck oder sowas. Magst du sowas? Ja. Nicht so wirklich. Nicht so wirklich. So, Danby. Da kommt er. Hugo. Einmal Auftrag. Thank you. Jetzt schon? Hey, nicht schlecht, nicht schlecht. Hier ist deine Bezahlung. Mach nichts damit, was ich nicht auch tun würde. Keine Sorge, machen wir nicht. So, damit würde ich sagen, beenden wir auch die heutige Folge. Ich sag schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und hi, Elsie. Ich hatte wieder einen Traum über Jagdmehl. Ich habe geträumt, dass ich selbst ein Jagdmehl bin. Oder vielleicht träumt das Jagdmehl, dass ich es bin. Aua, ich glaube, in meinem Gehirn ist gerade was kaputt gegangen. Habe ich irgendwas, was ich dir schenken könnte? Kriegst ein Ei.
Ja, kommt nicht wirklich gut an. Ei ist nicht ihres. Ja, aber wie gesagt, wir beenden damit die heutige Folge. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich will hier gerade noch eine Jagdmehlstation hinsetzen. Dass ich daran denke, dass wir die machen für hinten das U-Boot. So, aber jetzt wirklich, ich sag danke und tschüss. Bis zum nächsten Mal.